Bundesbern heute Morgen am 10 Uhr. Die neuen Parlamentarier treffen sich am Schnuppertag. Da ist heute vor allem informiert worden, wie, was und wo im Bundeshaus abläuft und wer für was zuständig ist. Das und gut gemeinte Ratschläge von erfahrenen Parlamentskollegen haben die Neuen heute auf den Weg bekommen. Der Tipp, den ich allen gebe, die ein neues Amt anfangen, kommt mit einer leeren Mappe, sie wird sofort voll sein, aber mit einer leeren Mappe zeigen die Bereitschaft, zu lernen, Neues zu erfahren. Bei der Yvette Estermann kommen bei all diesen vielen Informationen und Ratschlägen gerade Erinnerungen an die Schulzeit auf. Ich erinnere mich an meinen ersten Schultag. Es ist wie der eine vorne, der schon alles weiss und ein bisschen erfahren ist und da hinten oder mit den Spänchen, mit anderen Kolleginnen von den Nationalrat und Kollegen sitzt man hinten und hört, was da auf uns zukommt. Der einzige Obwaldner Nationalrat Christoph von Rotz freut sich auf die spannende Zeit im Bundeshaus und ist froh, dass es jetzt endlich losgeht. Eigentlich ein gutes Gefühl. Es ist tatsächlich, jetzt fängt es richtig an. Es fängt spannend zu werden. Es ist mehr das Gefühl, es ist der Ort, es ist die Realität jetzt. Ich meine, wir haben jetzt heute Nachmittag die erste Fraktionssitzung. Wir haben die ersten Themen durchgeschaut und ich denke, das ist es, oder? Einfach der Tag als solches. Das gute Gefühl ist vielleicht auch vom Finanzminister Hans-Rudolf Merz ausgekommen. Zum Schluss vom heutigen Schnuppertag hat auch er noch zu den Frischlingen im Parlament geredet. Ich habe ihnen gesagt, dass sie ein neues Leben werden anfangen. Sie werden das spüren, sehr viele Belastungen, auch zeitlich. Sie werden aber auf der anderen Seite auch viel Spass haben an ihrer Tätigkeit, da bin ich überzeugt. Und während die einen kommen, gehen die anderen. Der Otto Laubacher hat heute nach zwei Legislaturen sein Amt im Nationalrat abgegeben. Und die Neuen treten ihr Amt offiziell am 3. Dezember an. Dann werden sie hier im Bundeshaus vereidigt.